While strange whispers from Ludlow kept surfacing around the hallways, Lucius found out that his biological father, Charles Wagner, somehow survived the burning Dante Manor and was brought to this very hospital. That might be the reason behind losing his dark powers. Luckily, the blood was flowing again, bringing him closer to his father. Yes, the Dark Lord works in mysterious ways. The man had to die before waking up and endangering the cause. Yes. Und willkommen zurück zu Lucius 2, nochmal zur vierten Folge. Und das hat einen Grund. Ich habe richtig scheiße gespielt. Und dann habe ich einfach nochmal von vorne angefangen. Bin jetzt wieder hier im dritten Level. Und ich habe sofort gemerkt, dass das mir viel mehr Möglichkeiten öffnet. Also ich bin irgendwie blind durch die letzten Folgen gelaufen. Hatte kaum Levelaufstiege. Denn man sieht ja, was ich jetzt in den letzten zwei Level gemacht habe an Aufstiegen. Ich hatte ja schon das dritte Level aufgenommen. Ups, der Ton. Na, ich hatte ja schon das dritte Level aufgenommen, Freitag hochgeladen. Und da musste ich so viel schneiden. Das war unerträglich zuzusehen. Ja, Charles Wagner, unser leiblicher Vater. Wissen ist Macht. Wir müssen ihn töten. Er könnte alles ruinieren. Im Inventar hat sich ja nichts verändert. Man startet mit einem leeren Inventar. Ich habe eine Brieftasche übrig. Na ah, und was sind die Missionen? Finde Schlüssel um mehr über die Etage heraus. Der Mann am Empfang hat vermutlich die nötigen Schlüssel, um bestimmte Bereiche zu betreten. Ihn loszuwerden sollte reichen. Labor 2. Finde etwas über Vater heraus. Sprich mit den Ludlow Man. Wieso ist hier keine richtige Musik? Ein Mann, der auf die Ergebnisse seiner Untersuchung wartet. Er trägt Pill mit sich herum. Alte Leute und ihre schwachen Herzen. Pillen. Ich habe auch jetzt gemerkt, wo ich die ersten zwei Level nochmal allein gespielt habe, dass man sich wirklich alles gut durchlesen muss, erstmal den Überblick verschaffen muss, einen Überblick ja verschaffen von allen. Ein Empfangsmitarbeiter erscheint die Schlüssel zur Kinderstation zu haben. Ihn unauffällig zu töten dürfte eine Herausforderung darstellen. Denn hier im Wartezimmer sind auch noch andere. Verkaufsautomat. Physiotherapie. Und es ist möglich. Das habe ich auch, sag mal, nicht gewusst. Es ist möglich, in jedem Level jeden umzubringen, wenn man es richtig macht. Wenn das Timing stimmt.
Empfangstür. Gavin Davis, er scheint nichts Wichtiges zu tun. Eine Brieftasche. Try to stay out of people's way, kid. Okay, den könnten wir so ausschalten. Nee, also wer letzten Freitag die Folge gesehen haben sollte, es waren wirklich sehr wenig Möglichkeiten offen, weil das hatte ich nicht, das hatte ich auch nicht. Ich hatte nur das auf 3. Und es wird extrem schwierig. Ich weiß nicht, ob es auch dann unmöglich ist. Das Labor. Mir ist das zu ruhig. Alles. Ich will noch was hören. Are Miss Gonzalez's results ready yet? No. Yeah, wait a little longer still. By the way, are you coming to my Eine Flasche mit Säure. I don't know if Ludlow is safe right now. Didn't you hear what happened? Sehr ätzende Flüssigkeit. Check my schedule. But I should be able to make it. Yeah, seriously, it's fine. It's just an isolated incident. I guess you're right. Okay, I'll see you there. Scheint etwas ziemlich Wichtiges zu tun. Beide tot. Also mein Papi, der ist in der Hölle und der andere wird noch sterben. Okay, er geht hier rein. Noch eine Brieftasche. Der Ludlow Man ist hier drinne. 4028, den Schlüssel. 4028. Achso, und die Mächte, die ich jetzt hier habe. Das, was ich schon in vergangenen Folgen hatte. Die Objektkontrolle. Dann kann ich etwas aus der Ferne verwenden. Das habe ich in den letzten Folgen auch immer falsch gemacht. Ich sag ja, total blind, weil jetzt mache ich 3 Let's Plays gleichzeitig. Keine Ahnung, ob es daran liegt. Jetzt sehe ich Lucius, wollte ich unbedingt Lucius so durchziehen. Aber das ist halt der falsche Weg. Und dann übernehmen die Kontrolle über einen fremden Geist. Kitty Foreman. Sie macht gerade Pause und guckt durchgehend nach Dr. King. Das heißt, ich muss sie erst umbringen, bevor ich ihn hier umbringen kann. Achso, er scheint nichts Wichtiges. Achso, das ist der jetzt hier, der vorhin da hinten saß. Defibrillator. Dass sie hier alle ihre Brieftasche liegen lassen. Verkaufsautomat. Die letzten Folgen auch nie Beachtung geschenkt. Ja, nimmt das mit dem Wackelteufel nicht so ernst, weil es verdoppelt sich halt. Wenn man es wiederholt, was ich auch scheiße finde. Denn man sollte schon ausgehen, jetzt zum Beispiel beim Erfolg. Mit dem Wackelteufel. Dass es dann 12 verschiedene Wackelteufel sind, die man finden sollte. Nein, du könntest 10-mal das erste Level machen. 12-mal das erste Level machen, dann hast du den Erfolg. Dose mit brennbarer Flüssigkeit. Warum haben die alle sowas hier liegen? What do you think you're doing here? Ein bisschen gucken. Ich möchte Chemie studieren, wenn ich groß bin. Das ist dieses Labor.
Sprinkleranlage. Eine Sprinkleranlage, die losgeht, wenn Feuer im Raum entdeckt wird. Sie wird von irgendwo gesteuert. Sprinkleranlage. Kappe. Wasser läuft hinein und etwas kann von hier aus hineingefüllt werden. Das wird sich dann mit dem Wasser vermischen. Ah, dann kriegen die alle ein schönes Säurebad. Hello, son. Hallo. Eine Flasche mit Säure. CH3, HNO3, NO2. Warnung! Eine Kombination dieser Elemente ergibt eine explosive Mischung. Stört dich nicht, dass ich die nehme, oder? Sehen. Hey, what are you doing here, son? Das könnte man in Brand setzen. Da ist eine Klappe. Hier. Das funktioniert hier alles. Hier sind wieder Gastanks. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ah. Okay, da muss ich jetzt sagen, das habe ich jetzt in den Levels, die ich jetzt wiederholt habe, das die ersten zwei Levels, habe ich herausgefunden, dass man das machen kann. Fahrstuhlschacht, übernimm die Kontrolle. Es gab auch einen Erfolg dafür. Aber es muss halt jemand hier in der Nähe sein. Ah, ein Wackelteufel! Soll ich nur anfangen? Ich hätte den Schlüssel. Mach eine Brieftasche. Und die Brieftasche kann man natürlich in den Automaten schmeißen. Damit bezahlt man sich dann halt die Snacks. Sandwich-Automat. So.
Sache ist jetzt auch, ich muss das so geheim wie möglich machen, dass... Nix. Dass keiner etwas bemerkt. Oh, da hat jemand wohl nicht aufgepasst. Gut, niemand schaut mehr nach ihm. Bei der Diagnose eines Patienten. Hey there, where's your mommy and daddy? Eine Krankenschwester bei der Diagnose eines Patienten. Sie wirkt zerbrechlich wie eine kleine Blume. Ja, da brauche ich einen Stift für. Das hat dich nicht so interessiert, du blöde Schlampe. Hey there, where's your mommy and daddy? Oh, eine Toilette. Hey there, where's your mommy and daddy? Ein Holzstab könnte tödlich sein. Den schmeiße ich ihr jetzt an den Kopf. Was war das denn? Komm, ich hab genug. Auch wenn es ziemlich auffällig ist. Man bildet sich mit jeder Folge weiter, mit jedem Level, also zumindest ich. Oh. Guten Appetit! Sie wird niemand vermissen. In one of the rooms, Lucius found a man from Ludlow. Peter Gilmore. He described some of the prophecies being fulfilled in Ludlow after a massacre that happened on a nearby farm. The killer was his nephew. Sein Neffe. Sein Neffe also. Ludlow ist dasselbe passiert wie in Dante Manor. In der Dante Manor. Ach, super. Das kann ich endlich wieder aufnehmen. Ewig zu schlummern. Im Koma. Zerstörbar.
mit der Bluttransfusion kann man doch auch was machen. Die stehen doch hier nicht einfach nur so rum.